Schönen guten Morgen, herzlich willkommen zu CMC Espresso, Ihrem Tagesausblick für den heutigen Freitag, den 10. Mai. Für alle, die long sind im Markt, die dort investiert sind, ist das heute ein weiterer Tag mit monetären Verlusten und auch ein Tag, an dem sich die charttechnische Situation zumindest etwas eingetrübt hat, denn wir haben den ersten Schlusskurs, deswegen sehen Sie hier jetzt auch die ganze Zeit den Chart. Wir haben den ersten Schlusskurs, den ersten Tagesschlusskurs im S&P 500 Index unter dem Hoch von 2018, unter 2877. Und das letzte Mal, als das passierte, per Tagesschlusskurs, kam es zu einem Ausverkauf im Aktienmarkt. Also ist das jetzt das Déjà-vu vom Herbst vergangenen Jahres? Nicht wirklich, denn es wurde gestern aufgefangen. Es gab gestern ein Reversal. Es kam nicht zu einer schwarzen Kerze, einer langen schwarzen Kerze, sondern dort in dem Bereich sind Käufer. Damals wissen wir, später, also erstmal war die Notenbank damals noch da, die erstmal noch die Zinsen angehoben hat. Das haben wir jetzt nicht mehr, denn die haben ja eingegriffen, gesagt, werden die Zinsen erstmal nicht mehr anheben. Und mit dem hat sich ja auch die Hoffnung verbessert, dass sich die Delle des ersten Quartals ausbügeln lassen wird. Und dann kam eben die Hoffnung zurück, dass eben auch die Gewinne sich erholen werden. Ob daran jetzt Trump und die neuen Strafzölle etwas ändern? Bisher nicht. Das ist das Votum, das ist das, was man hier aus dem Chart vom S&P 500 ablesen kann. Diese Hoffnung ist aus dem Markt nicht raus. Die Zölle, die sind jetzt seit gut 2 Stunden aktiv. Allerdings, und das ist vielleicht das Detail, der Strohhalm, an dem sich die Bullen jetzt festhalten, diese neuen Strafzölle gelten nur für alle Waren, die seit 6 Uhr heute Morgen chinesische Häfen verlassen haben in Richtung der Vereinigten Staaten. Die alten Strafzölle im letzten Jahr, die galten für alle Waren, die ab einem gewissen Uhrzeit an amerikanischen Häfen anlandeten. Und damit nicht mit Zeitverzögerung, sondern sofort. Das waren die alten Zölle. Jetzt haben wir eben hier eine gewisse Zeitverzögerung drin. Und da verbirgt sich jetzt auch die Hoffnung, dass über die nächste Zeit dann doch der Gesprächsfaden eben nicht abreißen wird, sondern dass man hier immer noch versuchen wird, an einer Lösung zu arbeiten. Für den DAX ist es jetzt auch normal, müssen wir ja auch mal nüchtern betrachten, nachdem der so stark angestiegen ist, dass der auch mal um 5% zurückkommt. Das wäre ein Rückgang auf 11.800, das ist eine charttechnische Unterstützung, habe ich ja in den letzten Tagen gezeigt. Drunter 11.710 verbirgt sich die 200-Tage-Linie. Ja, und dann muss man ein bisschen vorausschauen immer an der Börse. Und es zeichnet sich ja ein Ende der Ära Merkel nach der Europawahl in Deutschland ab. Das ist zumindest ein bisschen das, was so gerüchteweise hier aus Berlin durchdringt. Je nach den Mehrheitsverhältnissen in Brüssel könnte dann Annegret Kramp-Karrenbauer kurz nach der Europawahl das Ende der Ära Merkel einläuten und damit dann auch wieder neuen Ideen und sogar eine Neubildung der Regierung Platz verschaffen. Zurzeit, und das ist ja schon längere Zeit der Fall, ist der politische Betrieb, zumindest in Sachen Wirtschaftspolitik in Berlin, in vielen Dingen in eine Art Wachkoma verfallen. Dabei wird die Kritik der Unternehmer ja immer lauter. Zuletzt war es der Adidas-Vorstand, in dieser Woche war es der Linde-Vorstand. Die sagen also, irgendwas muss mal passieren. Es sind so viele Baustellen, wo gar nichts mehr passiert. Es ist ein schier unerträglicher Zustand, ein Stillstand hier entstanden. Und das, was diesen gordischen Knoten lösen könnte, könnte sich Europawahl nennen. Die große Frage ist jetzt im DAX, wenn man so den aktuellen Stand anschaut, ist das jetzt die letzte Korrektur, bevor sich die Aussichten auf eine stärkere deutsche Wirtschaftspolitik hier auswirken und den DAX beflügeln, nach oben ausbrechen lassen? Der ist ja immer noch nicht am Rekordhoch, der S&P ist ja am Rekordhoch. Oder zwingt jetzt ein entfesselter Handelskrieg die Aktien wieder in die Knie? Was denken Sie? Es würde mich interessieren, wenn Sie das in den Kommentaren hinterlassen. Ansonsten wünsche ich Ihnen an der Stelle ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Ciao. Abonnieren Sie jetzt unseren YouTube-Kanal und erhalten Sie immer die neuesten Analysen und Trading-Strategien.